Big Mac für Mami. Ein Big Mac für Papi. Ich mach euch doch nicht den Fiddy, ihr Hunds. Hallo und herzlich willkommen zum Big Mac Number 10. Und da haben sich die Oettinger Rockets mal was ganz Besonderes ausgedacht. Ich will gar nicht so viel erzählen. Kommt einfach mit. Die Raketen haben nämlich am Mittwoch zum großen Essen in die Stadthalle Gotha geladen und bedürftige Menschen verköstigt. Sie wurden mit dem Bus abgeholt und wieder nach Hause gefahren und in der Zwischenzeit gab es gutes Essen von recht hochgewachsenen Kellnern. Wir als großer Sportverein sind einfach der Meinung, dass wir einen sozialen Auftrag auch haben. Wir sind froh, dass wir heute 450 Personen in Zusammenarbeit mit der Diakonie hier zum Abendessen einladen können, ihnen ein paar Präsente mit auf den Weg geben können und einfach allen einen schönen Abend bereiten können. Die Rockets sind auf uns zugekommen, haben uns gefragt, ob wir mit organisieren würden, weil wir einfach Menschen kennen, die bedürftig sind und Unterstützung brauchen. Im Nachgang dieses Abends werden wir alle Teilnehmer zu einem Spiel einladen, entweder das Spiel gegen Crailsheim oder gegen Heidelberg. Wir richten auch da einen Shuttle ein, damit jeder problemlos nach Erfurt kommt und auch wieder zurück, damit sie auch mal die Atmosphäre in Erfurt erleben können und die Jungs auf dem Parkett sehen. Das ist eine ganz feine Sache und was ich richtig schön finde, ist, dass wir ganz unterschiedliche Gruppen erreicht haben. Wir haben Menschen nicht nur aus der Stadt Gotha, sondern auch aus Ohrdruf, aus Waltershausen. Wir haben Menschen mit Migrationshintergrund und ohne Migrationshintergrund und es ist eine bunte Mischung geworden und das ist sehr schön. Sehr schön war es ebenfalls im Best-Western Hotel der Lindenhof am Sonntag zuvor. Auch beim Neujahrsempfang der Oettinger Rockets und deren Business Club gab es natürlich für die politische und wirtschaftliche Prominenz Essen und Getränke. Astrid Kollmer und Thomas Wettermann begrüßten die Gäste, Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch verkündete das Grußwort und die Neujahrsrede hielt Mike Moring als Thüringens CDU-Chef. Dazu interviewte Hoteldirektor Olaf Seibige einen ganz besonderen Gast, Waldemar Hartmann. Also ich bin total begeistert, wie viele Leute heute den Weg hierher gefunden haben. Das Rahmenprogramm war sehr kurzweilig. Jetzt sitzen alle zusammen und haben noch nette Gespräche, haben ein gutes Essen dabei. Ich denke, es ist eine gute Veranstaltung. Die Rockets und die Big Family, wirklich ein gutes Vorzeigeprojekt sind für Thüringen, diesen Basketballsport nach vorne heben, aber auch eine super Erfolgsgeschichte hingelegt haben. Und da sind wir Thüringer ziemlich stolz drauf. Wenn ihr aufsteigt, dass das hier im Raum Gotha, Erfurt, überhaupt in Thüringen, wie das ja Mike Moring auch gesagt hat, in Thüringen ein sportlicher Mittelpunkt, den man kennt, ja, an dem man auch Thüringen und den Sport erkennt, dass das erfolgreich sein wird, das wäre mein Wunsch. Mike Moring wurde dann noch Teil des Bühnenprogramms von Comedian Mac Herder und Wolfgang Heider stellte mit Markus Loch die kommenden Projekte und Veranstaltungen vor. Okay, Daryl, what's your favorite car? I don't really have a favorite car, but I like old cars, muscle cars. Okay, what was the Christmas present for your mother? My mother passed a couple years ago, so no present for her. What's your favorite soccer team? No favorite soccer team. In how many countries did you play basketball? Over five. Over five. Are you able to drive stick? Who? Are you able to drive stick? Yes. Yes. Es gibt Knödel mit Rotkohl und Rouladen, dann noch was Vegetarisches und einmal Nudeln Bolognese. Hast du Knödel gesagt? Das heißt doch Klöße in Thüringen. Ich bin leider aus dem Westen, tut mir leid. Ja gut, das können wir uns ja noch merken. Gibt es für euch eigentlich auch was zu essen? Nee. Vielleicht hinterher, mal gucken, was übrig bleibt. Vielleicht hinterher. Ein bisschen Hunger habt ihr aber auf jeden Fall auf Crailsheim, oder? Definitiv. Wir freuen uns alle drauf und sind alle sehr heiß auf das Spiel. Was glaubst du, kann man da sportlich besser machen als gegen MBC? Härter spielen, würde ich sagen. Härter verteidigen, offensiv härter spielen. Apropos Hertha spielen, was ist mit deinem Auge passiert? Am Anfang des Spiels, aber war sogar ein Mitspieler, muss ich zugeben. So, alles klar. Es gibt hier ein kleines Wettessen zwischen Tobi Bode, direkt aus Erfurt, Thüringer also, und Robert Oehle ist aus Paderborn, also gegen Nordrhein-Westfalen. Thüringen gegen Nordrhein-Westfalen. Wettessen, ein Kloß. Wer zuerst fertig ist, hat gewonnen. Die Regeln sind ganz einfach. Jungs, habt ihr die verstanden? Ja. Bei Tobi bin ich mir nicht sicher, aber wird schon noch. Shake hands bitte, Jungs. Ne? Das ist hier ein sportlicher Wettkampf. Und dann 3, 2, 1, go! Ja, erzähl was vom Messer und Gabel.
Sport ist das easy. Nochmal zeigen. So, herzlichen Glückwunsch an Robert Oehle. Jetzt den Thüringer mal gezeigt. Sagen Sie zu Ihrer Niederlage, Herr Bode. Mit Thüringer sind Genießer. Darf ich auch? Das ist immer noch nicht fertig, oder? Ein bisschen Soße muss da dran. Dann schmeckt es auch mit Messer und Gabel, ja? Ich weiß ja nicht, wo er herkommt, aber schmecken lassen. Nach dem Essen gab es noch einige Geschenke und in diesem Zusammenhang ein ganz großes Dankeschön an die Rewe-Märkte aus Gotha und Goldbach, an den Caterer Enjoy aus Ortruf sowie das Busunternehmen Rollschläger aus Laucha, die Kulturstadt Gotha und natürlich an Oettinger. Getränke gehören einfach zum Essen dazu. Und weil Sie es an dieser Stelle schon gewohnt sind, natürlich noch die Spiele vom Wochenende. Wir beginnen mit den Oettinger Junior Rockets. Die spielen am Samstag um 13 Uhr in Gothas Kindleberstraße. Da gibt es mal wieder Basketball, genau, aber in der Turnhalle der Berufsschule Gotha Ost. Der Gast ist RSV Eintracht. Am Sonntag sind Sie gleich nochmal dran in Jena. Thüringen Derby gegen Nachwuchs von Science City um 12 Uhr. Und am Sonntag ebenfalls 14 Uhr dann die zweite Mannschaft der Oettinger Rockets bei TTL Bamberg zu Gast. Ja, und die Oettinger Rockets selbst, die spielen dann am Dienstag gegen Crailsheim Merlins. Da sind wir alle drauf gespannt. Viel Spaß.